Einem demütigen jüdischen Mädchen aus einem kleinen Dorf erscheint ein Engel und verkündet, sie sei auserwählt, einem König das Leben zu schenken. Sie erlebt, wie dieser König verkündet, dass Gottes Reich gekommen sei, und sieht ihn einen grausamen Tod sterben. Das ist die Geschichte von Maria, der Mutter Jesu. Als Jesus noch ein Kind war, sagten die Propheten Maria bereits voraus, dass er etwas Besonderes sei. Dass er den Völkern ein Licht und vielen eine Hoffnung sein würde. Aber auch, dass er dafür einen hohen Preis zahlen würde. Sie wird tiefste Trauer durch das erfahren, was ihrem Sohn in der Zukunft widerfahren wird. Sie kennt von Anfang an das Ende. Sie schenkte ihm das Leben bereits in dem Bewusstsein, dass er sein Leben für andere geben würde. Die Geschichte beginnt, als Maria ein junges Mädchen ist und in einem kleinen Ort in Galiläa lebt. Wir gehen davon aus, dass Maria eine typische Jüdin war, die in einem ländlichen Ort lebte. Die meisten Menschen zu dieser Zeit lebten ein bäuerliches und kein städtisches Leben, ohne große Bildung. Die Geschichte beginnt also in ganz einfachen Verhältnissen. Wir können uns Maria als 16-Jährige vorstellen, die verlobt ist und oben in Nazareth lebt. Sie war wahrscheinlich eine zurückhaltende jüdische Frau. Ihre Aufgabe war der Haushalt und das Erlernen der dazu nötigen Fähigkeiten. Kochen, Wolle spinnen, Stoffe weben, Kleidung nähen und ausbessern. Der Engel erscheint, während Maria noch verlobt ist. In der Zeit des zweiten Tempels war der Glaube an Engel und das Empfangen himmlischer Botschaften und Verkündigungen normal. In der Geschichte Marias, die im Lukas-Evangelium sehr detailliert erzählt wird, wird erwähnt, dass sie in ihrem Zimmer ist, als ihr der Engel erscheint und ihr diese erstaunliche Botschaft für die Zukunft verkündet. Nicht nur für Israel, sondern für die gesamte Menschheit. Und ihre erste Reaktion ist: Wie soll ich das verstehen? Wie soll das gehen? Ich bin noch Jungfrau. Weder in der Geschichte Israels noch in der Geschichte der Menschheit hat je eine Jungfrau ein Kind geboren. Das macht diese göttliche Erscheinung zu etwas so Außergewöhnlichem. Das ist eine erschreckende Erfahrung für Maria. Nicht nur, weil sie nicht versteht, was es genau bedeutet. Sie fragt sich wohl auch, warum gerade ihr das passiert. Anhand der Schriftrollen, die am Toten Meer in Höhle 4 gefunden wurden, wissen wir, dass es tatsächlich eine Weissagung ist. In diesem Dokument wird die Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass jemand Großartiges kommen wird. Der Sohn Gottes. Der Sohn des Allerhöchsten, dessen Königreich nie enden wird. Ich denke, Maria hat das auf gewisse Weise auch verstanden. Und hier bekommen wir Einblick in ihr Herz. Diese Offenheit für Gottes Versprechen, diese Offenheit, dem Ruf Gottes zu folgen, was sehr radikal und gefährlich ist und sie alles kosten kann, auf dem ihre Hoffnung für die Zukunft ruht. Ehemann, Familie, all dies konnte sie verlieren. Marias Schwangerschaft wird schließlich auch ihrer Familie und ihrem Verlobten Josef offenbart. Er steht vor dem Dilemma, dass seine Verlobte nicht mit seinem Kind schwanger ist und wie er darauf reagieren soll. Versetzen Sie sich einmal in Josefs Lage. Josef war vermutlich sehr skeptisch. Sie hat ihm bestimmt erklärt, ein Engel ist mir erschienen. Er hat mir das verkündet. Er sagte, dass ich vom Heiligen Geist schwanger bin. Josef, in meinem Leben gab es keinen anderen Mann. Sie würde ihm das versichern, doch er wäre verständlicherweise sehr skeptisch. Auch die Leute in Nazareth nehmen die Nachricht von ihrer Schwangerschaft nicht wohlwollend auf, da sie von der Verlobung mit Josef wissen.
Nach jüdischem Gesetz kann eine Frau, die in der Verlobungszeit schwanger wird, gesteinigt werden. Die Evangelisten stellen sicher, dass ihre jüdischen Zuhörer wissen, dass Maria nicht einfach eine Jungfrau ist, die nicht verlobt, nicht verheiratet ist. Nein, sie ist verlobt. Dieses kleine Wort verändert den gesamten Tenor des Textes. Kein jüdischer Zuhörer würde das glauben, wenn er nicht von einem Wunder ausgehen würde. Denn sie wird nicht gesteinigt. Und das hebt hervor, dass hier eine göttliche Vorstellung vorliegen muss. Sie ist mit Josef verlobt und deshalb ist ihre Schwangerschaft noch viel verwerflicher. Es ist logisch, dass die Menschen um sie diese Tatsache nicht wohlwollend aufnehmen würden. Auch Josef weiß das. Maria wird dann zu ihrer Verwandten Elisabeth geschickt. Wie Maria erwartet auch Elisabeth auf wundersame Weise ein Kind und das, obwohl ihre fruchtbaren Jahre längst vorbei sind. Both women. Beides sind Frauen mit überraschenden Schwangerschaften. Bei Elisabeth ist die Schwangerschaft mit großer Freude und Dankbarkeit zu Gott verbunden. Doch bei Maria sorgt sie für Bestürzung und Sorge über die möglichen Folgen. Ich würde annehmen, dass Maria von ihrer Familie zu Elisabeth geschickt wurde, um zu beratschlagen, was zu tun sei. Sie mussten herausfinden, wie Josef dazu stand. Sie brauchten Zeit, um zu entscheiden, was mit dem Kind geschehen sollte. Es gibt also zwei Schwangerschaften von göttlich gesegneten Individuen. Johannes der Täufer, der Prophet, wird den Weg für Jesus bereiten. Und dann noch Jesus, der der Messias ist. Für Maria und Elisabeth bedeutet dies großen Trost und große Freude, denn beide wissen, dass diese Ereignisse in ihrem Leben Gott gewollt sind. Josef ist von den Neuigkeiten zuerst verunsichert, aber nachdem er in einem Traum erfährt, dass Maria die Wahrheit spricht, willigt er ein, sie zu heiraten. Als eine Volkszählung befohlen wird, machen beide die lange Reise zurück in Josefs Heimat, die Stadt Bethlehem. Er hat einen Grund, nach Süden zu reisen und Familienangelegenheiten zu erledigen und seine eigenen Interessen zu wahren. Und wahrscheinlich hat er in dieser Region auch Familie oder Verwandtschaft. Dies ist wohl einer der Gründe für die Reise nach Süden. Vielleicht will er auch einfach der peinlichen Situation durch die Schwangerschaft Marias in Nazareth entkommen. Unsere traditionelle Weihnachtsgeschichte, in der Maria am 24. Dezember in Wehen auf einem Esel sitzt und sie und Josef an die Türen der Herbergen in Bethlehem klopfen, stammt nicht aus den Evangelien. Wahrscheinlicher ist es, dass das Baby im Keller eines Hauses in Bethlehem in einer Krippe gelegt wird, weil Maria und Josef dort die Gastfreundschaft von Verwandten genießen. Der Grund für das Baby in der Krippe im Keller ist wohl eher, dass das Gästezimmer bereits belegt ist. Als die Zeit kommt, schenkt Maria einem Sohn das Leben, den sie Jesus nennt. Bei Lukas sind Josef und Maria sehr wichtige Figuren, denn sie zeigen seinen Lesern, dass diese gottesfürchtigen Menschen in Israel, diese gottesfürchtigen Juden, die Erfüllung von Gottes Versprechen erkennen, wenn sie eintreten. Und mit der Geburt seines Sohnes wird das Versprechen erfüllt. Die Schrift sagt uns, dass Jesus groß und stark wird, erfüllt von der Weisheit und der Gnade Gottes. Und wahrscheinlich hat Maria in den prägenden Jahren auch starken Einfluss auf Jesus. Ich denke, dass uns die kleinen Einblicke auf Maria als Mutter zeigen, dass sie eine sehr engagierte Frau ist, die Freude an ihrem erstgeborenen Sohn hat. Sie hat bestimmt dafür gesorgt, dass er mit seiner jüdischen Identität vertraut gemacht wurde. Ich glaube, dass Teile seines Verständnisses von Gott als Vater und Hirte und Bauer vom Aufwachsen in Galiläa stammen und dass sie teilweise durch Gespräche mit seiner Mutter entstanden sind. Und als es an der Zeit ist, sein Wirken zu beginnen, ermutigt sie Jesus, genau das zu tun. Obwohl Maria nach Christi Geburt im Neuen Testament nur ein paar Mal erwähnt wird, ist sie dabei, als Jesus zum ersten Mal seine Macht offenbart. Bei seinem ersten Wunder auf der Hochzeit von Kana. Shalom.
Es wird oft angenommen, dass diese Hochzeit bei Verwandten der Familie war. Denn warum sonst würde Maria Jesus erzählen, dass kein Wein mehr da ist, wenn sie sich nicht auch verantwortlich dafür fühlt und helfen will, die Schande abzuwenden, ohne Wein dazustehen? Seine Antwort auf diese versteckte Frage und die Erwartung, die sie ihm da entgegenbringt, ist: Das ist nicht mein Problem, mich geht das nichts an. Maria sieht die Situation. Sie kennt Jesus und reagiert wie eine Vogelmutter, die ihr Junges aus dem Nest schubst und sagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Und sie tut das ganz subtil. Sie haben keinen Wein mehr. Was er euch sagt, das tut. Und Jesus reagiert, wie sie es erwartet hat. Der Zeitpunkt war also richtig. Er verwandelt das Wasser in Wein und erspart damit den Gastgebern der Hochzeit eine Blamage. Natürlich ist der neue Wein viel besser als der vorher ausgeschenkte und es gibt mehr als genug davon. Eine Metapher für die große Freude, die Jesus mit seinem Wirken verbreiten wird. Hier wird etwas Wichtiges gesagt. Normalerweise wird immer erst der gute Wein serviert. Erst wenn die Leute betrunken sind, gibt es den billigeren Wein. Doch in dieser Hochzeitsgeschichte aus dem Johannesevangelium steht, dass es bei dieser Hochzeit erst den mittelmäßigen Wein und danach den guten gibt. Das ist natürlich eine Umschreibung für Jesus. Jesus ist der bessere Wein. Die hebräische Bibel ist zwar ein guter, aber nicht der bessere Wein. Dieser Beginn seines Wirkens ist sehr wichtig. Und dabei spielt Maria eine entscheidende Rolle. Sie sagt ihm, dass die Leute eine Veränderung brauchen, dass ihnen etwas fehlt. Was ihnen fehlt, ist dabei egal. Ihnen fehlt Wein. Vielleicht ein spirituelles Leben. Vielleicht brauchen sie Erlösung. Diese Geschichte ist bezeichnend für Jesus' Rolle als Wandler der Realität. Während der gesamten Wirkungszeit Jesu spielen Frauen eine wichtige Rolle. Im Lukas-Evangelium wird er meiner Meinung nach als ganz besonderer Mensch beschrieben. Ich weiß nicht, ob es dem Einfluss seiner Mutter zu verdanken war. Aber jemand, der Frauen nicht nur unter seinen Anhängern, sondern auch unter seinen Jüngern duldete und Frauen als potenzielle Überbringerinnen von Heilsbotschaften sah, war in der jüdischen Welt etwas Einmaliges. This is unheard of in the Jewish world. Als Jesus später von den Pharisäern verhaftet wird, wird er den Römern für den Prozess übergeben. Nachdem Pontius Pilatus Jesus zum Tod verurteilt hat, wird er abgeführt, geschlagen und gekreuzigt. Im Gegensatz zu den männlichen Jüngern, die alle fliehen, bleiben seine Mutter Maria und die anderen Frauen bei ihm. Oh.
Eines der letzten Dinge, die er tut, ist, dass er seine Mutter in die Fürsorge dieses sehr vertrauenswürdigen Jüngers übergibt. Inmitten immenser Schmerzen denkt er noch an sie und ihre Zukunft. Man kann spekulieren, dass Jesus als Heranwachsender ein sehr gutes Vorbild in seiner Mutter hatte. Vielleicht auch für eine wohltätige, mitfühlende Einstellung gegenüber anderen. Das hat ihn vielleicht beeinflusst. Jesus war schließlich unter besonderen Umständen gezeugt worden. Vielleicht zeigte seine Mutter Maria Verständnis für Frauen, die in einer ähnlichen Lage waren. Vielleicht lebte sie aufgrund ihrer eigenen Erfahrung eine sehr tolerante und liberale Einstellung gegenüber Menschen am Rande der Gesellschaft. Jesus kann sich daran orientiert haben. Ich bin mir sicher, dass er sie schätzte und in seinem Leben und seinem Verhalten einige der Tugenden und auch die Güte lebte, die er zu Hause bei ihr gelernt hatte. Ich denke, wir können vom Leben Marias lernen. Etwas, das wir auch von den anderen bemerkenswerten Frauen, die in der Heiligen Schrift auftauchen, lernen können. Menschen, die an Gott glauben und das Leben leben, für das sie von Gott bestimmt sind. Menschen, die Herausforderungen annehmen und Gott folgen. Diese Menschen können auf ihre ganz eigene Art Großes vollbringen. Ich glaube, dass wir aus allem, was Maria sagt, etwas lernen können. Vor allem zwei Dinge sollten Leitsätze für alle Gläubigen sein. Das erste sind ihre Worte an den Engel Gabriel, der sie mit der schwierigen Herausforderung konfrontiert, Mutter des Messias zu werden. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das zweite ist, was sie zu den Dienern auf der Hochzeit zu Kana sagt: Was er euch sagt, das tut. Do whatever he tells you. Der perfekte Rat für jeden Gläubigen: Was er euch sagt, das tut. Lebe ein Leben in Gehorsam. Als Mutter weiß sie, was Schmerzen sind. Schmerz ist menschlich. Frauen kennen Schmerz. Die Menschheit kennt Schmerz. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Botschaft Marias. Sie ist bereit, Schande und Verlassenwerden zu riskieren, um Gottes Ruf zu folgen. Seid treu, seid bereit, am Fuß des Kreuzes zu stehen und den schrecklichsten, dunkelsten Augenblick zu ertragen, damit ihr danach die Freude der Auferstehung und die Kraft des Heiligen Geistes erfahren könnt.